Also, Euer Lordschaft, wir spielen ein halbes Stündchen, gewinnen oder verlieren oder was auch immer, befeuchten uns und gehen auf den Schubs um die Verstanden. Du musst nur wissen, dass ich wirklich nur eine halbe Stunde bleibe. Schon stänkert er. Außerdem kannst du ja machen, was du willst. Ich würde dann ins Hotel gehen und deine Münze schlafen. Aber nicht dran spielen. 200 Riesen sind das. Sir. Mann, sieht ja aus wie ein Spielclub. Riecht doch so. Guten Abend, Gentlemen. Guten Abend. Der Pinguin, guten Abend auch. Falls Sie es noch nicht erraten haben, mein Freund spürt einen unwiderstehlichen Drang zum Spielen. So ist das ganz. Bitte sagen Sie nur, was Sie möchten und viel Glück. Nicht nötig, ich tue das mit System. Ich spiele alle ungeraden roten Zahlen. Dann darf ich bitten. Sie dürfen. Große Welt für dich, hä? Alors, faites-vous jouer, Monsieur Dame? Faites-vous jouer, Monsieur Dame? Faites-vous jouer, s'il vous plaît? Bonsoir. Bonsoir, Monsieur. Vous jouez, Mesdames et Messieurs? Die 19. 19, Monsieur. Nein, die 7. Nein, doch, die 19. 19 Rouge, Ampere Pass. 1525 Pfund. Kommt Freude auf bei Schwiegermuttern. Du musst dich beim Croupier bedanken. Ist recht, ich werde dich vielleicht adoptieren. So was hat ja mit Glück nichts mehr zu Nein, tun. Nein, mit Kunst. Denn Kunst kommt von Können und ich kann es. Tja, aber ich dachte, wir lassen eine riesige rasierte Sau raus. Und gut Nächtele, euer verschlafener Schleimschaft. Sleep well in your bed gestellt. Mr. Wilde? Der wilde Wilde, sicher. Sie sind eine Aufmerksamkeit der Direktion, nehme ich an. Ich will nur mal das britische Bündel wegschmeißen, ja? Bin gleich wieder da. Kannst dich schon mal freimachen. Hallochen. Ist nicht so ganz aufgeräumt hier, denn ich bin ein wilder Feger. Aber das viele Geld. Ja, ich dachte, der Teppich würde dadurch weicher. Also, was legen wir zuerst ab? Sie wissen doch, wer ich bin, oder? Verraten Sie es mir. Ich bin Sektion 7. Sektion 7? Oh, Sektion Sex wäre mir lieber gewesen, aber was soll's? Sie wissen doch, was das heißt, oder? Oh, was mit Sex oder 7 zusammenhängt, da weiß ich fast alles. Weg mit der Gardine und Platz im Plüsch. Dazu haben wir keine Zeit. Oh, für einen kleinen Quickie ist immer Zeit. Hier ist der Zeitplan. Unser Zeitplan? Das bedeutet, wir müssen nach Minuten turnen, oder wie? Naja, sicher. Oh, sieh an, sonst fällt mir auf dem Sektor schon eine ganze Menge ein. Ich werde morgen zu Ihnen kommen und Ihnen die Instruktionen geben. Kerlchen, das geht doch nicht. Du siehst aus wie einer vorm Finanzamt. Die Frisur werden wir doch platt kriegen. Daniel, lass die Birne ganz, die Polizei. Oh. Hier, die Kerlchen. Was? Hier. Oh, das tut mir leid, habe ich ihm fast die Fontanelle verbogen. Wir werden ein Stückchen Käsekuchen essen und alles vergessen. Sie haben ja? uns aber verfolgt. Nur bitte nicht persönlich. Geben Sie es zu. Genau, das haben Sie. Ja, ich habe versucht, Sie beobachten zu lassen. Wie ist der Wagen hier schon mal in der Werkstatt gewesen? Nur um die Kupplung zu vergolden. Denn ich habe leider eine Halsentzündung und Fett. Telefondienst. Einmal Wisch mit Mutsch und schon sind alle Keime futsch. Ich hatte einen Urgroßonkel, den 17. Earl, oder was, der 16.? Nein, der 17. Earl. Ich würde es unendlich schätzen, wenn Sie aufhören würden zu reden. Sie klingen wie einer meiner Freunde, Danny Wilde, jedenfalls. War der 17. Earl, na. Bitte beeilen Sie sich, wir haben nur wenig Zeit. Ja, ich mache mich nur frisch im Schritt und bin dann spazierbereit. Und als man den alten Earl aufmachte, war es gar kein Magengeschwür. Er hatte aus Versehen den Teller... Fahrt von hinten vor. Gut. Sagen Sie mal, interessiert Sie das gar nicht? Wer sind Sie? Es gibt nur einen Zahlmeister im Netz und das bin ich. Er ist hier der Zahlmeister. Wer sind Sie? Eben hat er draußen noch die Toilettenbrillen geputzt. Das soll er auch weiter tun, aus dem Weg, Baby.